Und es geht direkt weiter. Ach, tut mir leid, dass ich das jetzt so schnell abbrechen musste. Oh, ich krieg Trophäen ohne Ende. Was mir eigentlich total egal ist. Wie bitte, Officer Connors? Ich treffe mich mit Pope. Robert Pope. Ich nehme seine Aussage wegen des Einbruchs auf. Letzte Woche, 56 West Arlen Drive. Sagen Sie das Miller. Verstanden. Ich gebe die Nachricht weiter, Officer Connors. Danke. Connors, Ende. Hallo, Schwester. Bist du da, Kleine? Hi, Mark. Ich wette, du hörst den Funk ab. Du kennst mich. Versuch zu schlafen. War ein harter Tag. Morgen höre ich mich mal ein bisschen um. Möchte wissen, warum die Cops so schießwütig waren. Ich schaue später vorbei und schmeiß die Pizza nicht weg. Ich mag den Belag etwas reifer. Reifer. Klar, verstehe. Bis dann, Mark. Oh, auf eine Pizza hätte ich jetzt auch Bock. Wiederhole, Schusswechsel. Alle Einheiten sofort nach 56 West Arlen Drive. Seien Sie vorsichtig. Kate. Wo bist du, Kate? Wo bist du? Hey. Mark. Haust du ab? Kling dich ein und überwach mich. Bin fast da. Hey, wann immer du mir erklären willst, wo du bist und was du eigentlich machst, sag Bescheid. Sie ist meine Schwester. Ah, okay. Ich versuche herauszufinden, was los ist. Kleinen Moment. Und weiter geht's direkt hier. Also ich finde die Idee von dem Spiel allein schon, also nebenbei gesagt, einfach geil. Es war mal was komplett Neues. Hat mich sehr geflasht, wo das rauskam. Boah, ich hoffe, ich schaffe den Sprung jetzt. Vor allem, dass es auch so mehrere Wege gibt, wo du auch lang rennen kannst. Ich schätze, du bist dahin unterwegs, aber sei vorsichtig, keiner weiß, was da vor sich geht. Also ich werde auch immer leise sein, wenn da irgendwie was geredet wird oder so, wie sich das gehört. Hui. Du weißt, dass er als Bürgermeister kandidiert hat. Endlich jemand, der hier wirklich was verändern könnte. Ja, zum X. Ja, ja. Ach, jetzt wird es total spannend. Ja, was könnte ich mal so erzählen in diesem Moment? Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Ach so, wie gesagt, ich habe ja heute Geburtstag. Und mein eines Geschenk kam nicht an. Das fuckt mich so ein bisschen ab. Moment, jetzt muss ich mich nur daran erinnern, dass ich das gleich weitererzähle. Weil jetzt kommt erstmal ein kleiner... Eine Zwischensequenz. Die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Kate, was machst du denn hier? Was ist das? Du? Nein! Erkennst du ihn nicht? Sollte ich? Das ist Robert. Robert Pope. Ein Freund von Dad. Shit. Der Pope? Er hat mich angerufen. Wir hatten wenig Kontakt, seit ich bei den Cops bin. Bei ihm wurde eingebrochen letzte Woche. Er ist im Wahlkampf. Liest du denn keine Zeitungen? Das sind doch keine Zeitungen mehr. Das ist Werbung. Er wollte Bürgermeister werden. Dann hat ihn der Einbruch wohl ziemlich mitgenommen. Das habe ich auch gedacht. Aber es war seltsam. Er hat mir von dem Einbruch erzählt, mich gebeten vorbeizukommen und hat nach dir gefragt. Wirklich? Ich habe ihn mindestens 10 Jahre nicht mehr gesehen. Wie auch immer. Er war am Leben, als ich hier ankam. Saß an seinem Tisch und hat geschrieben. Dann wurde alles schwarz. Als ich zu mir kam, hatte man ihn schon erschossen. Und ich bin sicher, mit meiner Waffe. Da war ein Buch auf dem Tisch. Ein Tagebuch. Es war weg. Ich bin überzeugt, dass noch jemand im Gebäude war. Mein Funkgerät liegt im Wagen. Ich hatte nicht mal Zeit, das hier zu melden. Los, komm mit mir. Ich bring dich in Sicherheit. Weglaufen ist keine Lösung. Ich bin nicht wie du. Wenn ich weglaufe, sieht es aus, als wäre ich schuldig. Glaubst du, das war ein Unfall, Kate? In dieser Stadt gibt es keine Unfälle. Jemand wollte ihn loswerden und du sollst dafür bezahlen. Hilf mir, Effie. Bitte, du hast Kontakte. An der Sache muss mehr dran sein. Er wusste was. Er wollte mir was erzählen. Ich kann mich da nicht reinziehen lassen, Kate. Du weißt, was ich tue. Na toll. Ich kann nicht. Die Cops kommen, Faith. Vielleicht solltest du dich aus dem Staub machen. Und zwar jetzt.
Ich versuch's, Kate. Wenn das hier schlecht ausgeht, such Lieutenant Miller, meinen Vorgesetzten. Bring ihm alles, was du findest. Ich mein's ernst, Faith. Denk dran, die spielen nicht sauber. Los, verzieh dich! Jetzt geh! Und Faith. Danke. Ja, für eine Umarmung muss definitiv noch Zeit sein, das ist klar. Oh Mann, ey. So, und dann geht auch direkt die Action weiter. Shit! Nee, was ich sagen wollte, mein Geschenk ist noch angekommen, zwar ich habe mir ein Game bestellt, vielleicht kennt ihr es, Army of Two, The 40th Day. Ui, da freue ich mich drauf, das war auch schon jetzt nicht wirklich neu, dass die das nicht rauskommt. Aber irgendwie hat ich auch das Game Bock und vielleicht werde ich das auch jetzt playen. Ich weiß es nicht. Vielleicht nicht. Habt ihr Bock drauf? Keine Ahnung. Schreibt es mir. Für die Buchhaltung müsstest du rauskommen. Ach nee, man muss... Na, falsche Seite. Uah. Das kostet mal wieder Zeit. Oh, ich hoffe, ich krieg das bei dem Spiel so hin mit den ganzen Videos, Sequenzen und so weiter. Ach man, das nochmal. Ach, das war ja super. Ach komm. Da gab's ja, glaube ich, auch irgendeinen Trick. Ja. Ah, jetzt kommt hier gleich so eine geile Stelle. Das fand ich damals, hat mich so geflasht. Wenn die jetzt hier so durchschießen. Finde ich saugeil, ich fand das damals so cool. Ja, cool. Wow, ich schon wieder mal getroffen wird. Ja, so abgerollt und weiter geht's. Du, 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 du. Bam, hey, normalerweise kommt. Nein. Ah, hier kommt er wieder. Genau, der Helikopter. Wo ich das letzte Mal gespielt habe, war irgendwie. Total krasser Fehler an dem Spiel. Da kam dieser Helikopter nicht, der auf einen geschossen hat. Da war das hier so gechillt. Und irgendwie kommt der wieder nach. Habe ich das Gefühl. Sehr seltsam. Der meint das ernst. Schwingt da nicht zum PC News. Macht das Spiel für mich leichter. Ich mache jetzt mal hier bei dem Sprung die billige Variante. Einfach hier runter. Und da links an der Auswand lang und dann so rüberspringen. Was natürlich viel, viel cooler ist. Lauf los, Mädchen. Ey, sag mal, was ist denn das für ein Fehler? Normalerweise fliegt ja ein Heli neben mir, der mich die ganze Zeit abknallt. Wow. Fast runtergefahren. Ja, und da hinten liegt ein Koffer. Ich weiß. Ich hab halt einfach Koffer zusammen. Warte, das mit dem Heli regt mich nochmal voll auf. Naja, wenn er meint. Oh, hier ist auch diese coole Stelle, da kommen die Leute von hier vorne. Man rennt dann hier schön an der Seite vorbei. Und dann ganz schnell hier rein. Oh, drücken, drücken, drücken. Dann die ganzen Kugeln hier gegen Fetzen. Richtig cool. So Sachen mag ich ja. So, aber das würde ich sagen, wie es hier weitergeht, das machen wir dann im nächsten Part. Also bis dann. Küssen.